Hallo, ich bin Daniel von Tablety und heute ist wieder bestes Frühlingswetter in Berlin und wenn man rausgeht, dann möchte man natürlich auch seine Musik mitnehmen. Drei Bluetooth-Lautsprecher habe ich hier heute für euch im Vergleich. Zum einen den Jabra Soulmate, den großen, also beziehungsweise mittleren. Dann habe ich die Jawbone Jambox. Ist also von der Größe her die mittlere Variante und den Jabra Soulmate Mini Lautsprecher. Diese drei möchte ich euch heute mal vorstellen, vergleichen und am Ende sage ich euch einfach mal, was die beste Preis-Leistungslösung ist. Was ist hier der große Unterschied? Also klar, die Größe. Wir haben hier den allerkleinsten und ich lege sie einfach mal so ein bisschen hintereinander. Dann sieht man es einfach mal am besten. Die Jabra Soulmate Mini ist ein Ticken höher als die Jambox. Das nimmt sich aber wirklich nicht viel. Sie ist ein bisschen breiter, wie ihr seht. Aber sie ist auch hier die kürzeste. Das heißt, das ist hier wirklich die kompakteste Variante. Wiegt so um die 250 Gramm, würde ich sagen. Die Jawbone Jambox ist da schon deutlich schwerer. Das merkt man definitiv. Und was man auch hier sieht, hier sind zwei Lautsprecher drin. Hier sind auch zwei drin. Und in der Mitte ist, glaube ich, noch ein kleiner Subwoofer. Zumindest klingt die Jawbone Jambox so ziemlich am voluminösesten von allen. Dazu kommen wir aber gleich noch. Erst die Größe. So, dann hier die Soulmate im Vergleich, also die Soulmate Mini im Vergleich zur großen Soulmate sieht man klar, man merkt es definitiv beim Gewicht. Sie ist etwa zwei, locker zweimal so schwer wie die Soulmate Mini. Und von der Größe her sieht man es auch. Es ist deutlich, also nicht mehr so kompakt. Man kann es nicht mal eben in den Koffer, also einen Reisetrolley stecken. Da ist die Soulmate Mini halt deutlich besser. Ansonsten von den Knöpfen her haben alle drei hier diese drei typischen Knöpfe. Einmal so eine Multifunktionstaste, die meistens den Akku ansagt. Lauter, leiser haben sie auch alle. Und an den Seiten gibt es einen An- und Ausschalter, einen 3,5 mm Kopfhörer, beziehungsweise ein Line-In. Haben auch alle Geräte, sodass ihr auch alte MP3-Player anschließen könnt. Und natürlich auch einen Micro-USB-Anschluss zum Laden. Das Gute an den Soulmates ist, wir haben hier jeweils unten auf der Unterseite ein 3,5 mm Klinkenkabel integriert. Das ist immer dabei, es ist immer hier unten und ihr könnt somit viel einfacher euer Gerät, euren MP3-Player oder was auch immer anschließen, ohne groß in die Bluetooth-Einstellung reinzugehen. Was wir auch haben, wir haben NFC, das heißt, wir können ganz einfach das Smartphone rausholen. Mit Android geht es problemlos. NFC anmachen und hier ranhalten und schon ist es gepaart. Wir können Musik abspielen. Geht mit der großen Soulmate natürlich genauso. Mit der Jawbone Jambox geht das nicht. Ihr müsst also in die Einstellung gehen und dort das Gerät koppeln. So, wir machen mal einen kurzen Soundcheck. Ich habe die Jabra Soulmate Mini verbunden mit meinem LG G2 und ich werde jetzt einfach mal 10 Meter weit weggehen, die Musik aufdrehen und ich bin gespannt, wie viel davon noch ankommt. Also kommt mal mit. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, es ist auf jeden Fall einiges und das verzerrt auch ziemlich stark. Die Verbindung ist noch da, es sind jetzt 5 Meter, man bekommt noch einiges mit. Jetzt sind es so 50%, man bekommt nicht mehr so viel mit. Ja, aber auf voller Lautstärke ist es wirklich sehr dröhnend und ich stehe nochmal auf. So, nächster Check, die Jabra Soulmate, also die große Variante ist dran und wir gehen einfach mal wieder 5 Meter weg und ich drehe mal ein bisschen auf. So, gleiche Entfernung, Musik ab. Man hört, es ist deutlich satter, es ist ein Tick leiser, würde ich sogar sagen, aber der Sound verzerrt nicht, es hört sich einfach nach Musik an, das macht viel mehr Spaß. Okay, der letzte im Bunde ist der Jawbone Jambox Speaker und wie ihr gleich hören werdet, er hört sich schon mal von Anfang an deutlich voller und voluminöser an, obwohl er eigentlich keinen Subwoofer drin hat, wie die gelbe Jambox. Und wir gehen einfach mal wieder 5 Meter weg und schauen mal, wie viel man noch hört. Also wieder gleiche Entfernung und das ist voll aufgedreht. Man hört leider nicht mehr so viel. Also man hört wirklich am wenigsten, das ist der leiseste Speaker und das ist ein bisschen schade, aber da hinten stehen sie alle. Es ist wirklich ein bisschen schade, aber es ist wirklich der meiner Meinung nach beste Sound.
So, wir hatten jetzt den Soundcheck, kommen wir zum Fazit dieser drei Bluetooth-Speaker. Was ist mein persönlicher Favorit? Nun, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Wir haben hier drei, beziehungsweise zwei unterschiedliche Größen. Mein persönlicher Favorit ist, denke ich mal, die Jawbone Jambox, die ich schon seit anderthalb Jahren nutze. Sie bietet einfach den besten Klang, ist aber bei weitem nicht so lang wie die beiden. Zum draußen Musik hören, klar. Zum auf dem Esstisch stellen, auf der Terrasse ist das kein Problem. Am Strand wird man sie kaum noch hören, dafür ist sie einfach zu leise. Dafür sind die beiden hier besser geeignet. Also für zu Hause Musik hören super, aber nicht laut Musik hören, sondern eher qualitativ hochwertig. Mehr ist es nicht. Kostet 120 € und ist damit auch die teuerste Option. Die nächstgünstigere Option ist hier die Jabra Soulmate. Gibt es in unterschiedlichen Farben und kostet 90 €. Sie ist die wirklich lauteste und beste vom Sound her. Sie hat noch einen eigenen Subwoofer eingebaut. Trotzdem hört sich die Jambox ein bisschen voluminöser an. Die Jabra Soulmate ist aber für den Außeneinsatz bestens geeignet. Sie bietet nämlich lauten und guten Ton. Für Partys am Strand oder sowas ist sie wirklich gut und man hört auch noch 5 Meter weit weg die Musik. Das ist wirklich schön. Die Jabra Soulmate Mini ist die kleinste Version zum Reisen super. Also wenn ihr zum Beispiel viel reist, ist sie wirklich sehr gut geeignet. Man kann sie auch mal mitnehmen, hat dafür aber lauten, aber auch qualitativ, wie ihr gehört habt, nicht so hochwertigen Sound wie die große hier. Kostet 70 € und ist damit die günstigste Variante. Ist auch noch Schweiß- und Spritzwasser geschützt, also von daher wirklich gut zum Strand mitzunehmen. Ist auch nicht schade, wenn sie mal kaputt geht sozusagen. So, es ist also wirklich schwer, ein Fazit zu ziehen, was wirklich die beste Variante ist. Ihr habt gesehen, unterschiedlicher Einsatzzweck und dadurch kommt halt auch diese unterschiedliche Empfehlung zustande. Zum Reisen, zum Strand mitnehmen und laut und gut Musik hören für zu Hause. So, das ist eigentlich das Fazit. Aber sagt mir unten in den Kommentaren, was gefällt euch am besten von diesen drei Lautsprechern? Das würde mich echt interessieren. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert den Channel, um weitere Videos nicht zu verpassen. Ich bin Daniel von Tablet.de und vielen Dank fürs Zusehen.